Mit der League A beenden wir heute die Predictions der Winter-Upgrades. Viel Spaß damit. Du willst am Ende von FIFA so ein Team haben? Du willst am Ende von FIFA so ein Team haben? Und zusätzlich vielleicht noch 3 Millionen auf der hohen Kante haben? Dann lass mir einen Daumen nach oben da. Computer sagt nein. Okay, oder fang an zu traden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Heute mit den League A Winter Upgrades, die letzten Winter Upgrades der Top Ligen, die ich für euch bereitgestellt habe. Ihr seht hier die Offensive mit Simon, Ben Yedda und Di Maria. Drei Spieler, die auf jeden Fall eine gute Saison bis jetzt gespielt haben. Deswegen auch, denke ich, alle verdient drin. Heute machen wir es relativ schnell. Wir gehen direkt zum Mittelfeld. Und das Mittelfeld ist ziemlich offensiv aufgestellt. Ihr seht hier einen Memphis Depay, der eigentlich als Offensivspieler natürlich fungieren würde. Genauso wie Dembélé, beide Stürmer. André, der eigentlich einzige echte Mittelfeldspieler hier in dieser Mittelfeldaufstellung. Alles drei Spieler, die bis jetzt auch wie die Offensive natürlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Ich habe mir auch hier wieder viele Predictions angeguckt, weil ich die Liga A nicht so extrem verfolge. André ist mir auch bekannt gewesen, dass er dieses Jahr eine gute Saison spielt. Es gibt auch noch einen Sanson, der mir eigentlich mehr aufgefallen ist, aber die meisten Predictions haben so ein André mit dabei gehabt. Sanson war nicht in jeder Prediction, obwohl der sogar eine Headliner-Karte bekommen hat. Deswegen habe ich André einfach mal hier in die Startaufstellung gestellt und Sanson haben wir auf der Auswechselbank. Ja, die Verteidigung beginnt erstmal mit einem Bernard, der natürlich bei Bayern München durch diese berühmte Pressekonferenz von Uli Hoeneß ein ziemlich schlechtes Licht auf sich blicken lässt. Allerdings muss man sagen, dass er hier bei PSG extrem stark spielt und wirklich seit dieser Pressekonferenz gefühlt richtig, richtig on fire ist. Vor allem der Champions League hat er ja letztes Jahr sehr viele Tore geschossen. Auch dieses Jahr spielt er eine unfassbar gute Saison und von daher kann er eigentlich seine Zeit von FC Bayern München, die eigentlich auch gar nicht so verkehrt war, auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen wettmachen und ich denke, dass der hier ein Upgrade bekommen wird. Dann haben wir noch Saleta K, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird, genauso wie die Sassi. Und Atal als Rechtsverteidiger, da freue ich mich sehr drauf. Seine linke Flügelspielerkarte als Informkarte hatte ich ja ganz am Anfang vom Spiel. Die fand ich extrem stark, weil er auch 5 Sterne Weakfoot hat. Da bin ich sehr gespannt, wie sich die Informkarte entwickelt, was für ein Preis und welches Rating die letztendlich haben wird. Und im Tor haben wir hier einen Silberspieler. Ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. Und ich kann euch auch gar nicht sagen, wie der Spieler gespielt hat. Wie bei den meisten Torhütern jetzt eigentlich in den letzten beiden Folgen, weiß ich nicht, wie die wirklich gespielt haben. Da habe ich mir einfach andere Predictions angeguckt und habe die so übernommen. Kommen wir zur Auswechselbank. Da seht ihr einmal einen Diallo von Metz als Stürmer, der jetzt wahrscheinlich eine Goldspielerkarte bekommen wird. Icardi, der auch sehr, sehr gut bei PSG performt. Der hat aber noch gar keine Informkarte, habe ich jetzt erst gesehen. Aber trotzdem spielt er auf jeden Fall eine sehr starke Saison. Genauso wie Golovin, auch einer meiner Lieblingsspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde den eigentlich ziemlich stark. Dann haben wir einen Del Castillo, der bei vielen Predictions auch eine Goldspielerkarte bekommen soll. Kamara, der ein ganz großes Upgrade wahrscheinlich bekommt. Savani als Mittelfeldspieler. Osimhen, habe ich wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber der hat jetzt auch wieder eine Future Star Karte bekommen und der hat auch schon Player of the Month bekommen. Eine Informkarte, also der wird mit Sicherheit auch seine Gold-Upgrade bekommen. Gabriel für die Innenverteidigung noch. Dann haben wir hier den Sanson, von dem ich schon gesprochen habe. Buanga, Slimani und Kurt. Das sind auf jeden Fall die Spieler auf der Auswechselbank. Es gäbe noch einen Aua. Und da gab es noch einen Spieler, der auch ein Upgrade bekommen könnte. Den habe ich aber jetzt vergessen. Ich denke, das sind aber jetzt hier so die heißesten Kandidaten. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr noch eine Idee habt, wer ein Upgrade bekommen kann. Und dann sehen wir uns jetzt hier bei den Informs nochmal. Ja, hier haben wir die Informkarten, die eventuell auch ein Upgrade bekommen können. Beziehungsweise sind das ja alles Spezialkarten. Ihr seht hier einen Sanson, einen Depay. Das sind einfach alles Karten, die jetzt sehr wahrscheinlich auch ein Upgrade bekommen. Wie die sich vom Preis entwickeln, schaut euch die Karten selber an. Wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich finde hier ein paar Karten interessant. So ein Sanson könnte sehr interessant werden, aber ob der dann letztendlich ein Upgrade bekommt, die Headliner-Karte, bin ich nicht zu 100%, bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ben Yedda könnte ganz interessant werden. Schaut euch da mal die Preise von den Karten an. Und dann müsst ihr selber entscheiden, ob ihr da einkaufen wollt oder nicht. Wie gesagt, ich habe ja meine kompletten Coins in Fabian investiert. Mittlerweile sind es 1,8 Millionen Coins, glaube ich. Oder 1,5 Millionen Coins, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Die ich allein in Fabian investiert habe. Ich glaube, 1000 Karten habe ich auf jeden Fall mitgeholt etwa.
Und ja, wir wollen die Karte für 3000 Coins verkaufen. Das heißt, das wird am Ende auf jeden Fall ein Profit bei etwa 1 Million Coins, die wir da mitholen. Und dann haben wir auf jeden Fall ganz, ganz gute Coins gemacht. Und je nachdem, wie spät es dann ist, werde ich da nochmal meine Coins in die Winter-Upgrades eventuell reinvestieren. Aber dafür muss man sich immer wieder die Preise anschauen, die Preisverläufe. Ich denke, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Und dann war es das jetzt vom Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.